Mein Name ist André Puschnigg, ich bin Erdwissenschaftler und Spezialist für Mineralien und Gesteine. Am Naturhistorischen Museum Basel betreue ich die mineralogische Sammlung. Ich würde Ihnen hier gerne an dem Ort, am Petersplatz, wo ich jetzt hier gerade sitze, ein paar Steine zeigen. In der Stadt Basel sind viele Gebäude, Bauwerke, Brücken und auch Brunnen aus Natursteinen aufgebaut. Die Natursteine sind unscheinbar, aber sie haben uns doch viel zu erzählen. Und da würde ich Sie gerne heute an dem Petersplatz auf eine kleine Entdeckungsreise mitnehmen. Der Treppenaufgang zum Petersplatz besteht aus verschiedenen schönen Steinplatten. Schaut man die dicken Platten ein bisschen näher an, dann erkennt man von bloßem Auge sehr schön die fleckige Oberfläche. Der Stein ist relativ massig und grob. Die Farben sind unterschiedlich. Sie sind zum Teil schwarz, leicht gräulich, weiß und auch fleischfarbig. Die Flecken glänzen je nach Lichteinfall unterschiedlich und sind auch unterschiedlich gross. Einige von diesen Flecken, wie beispielsweise der, die sind schön eckig. Man kann hier mit dem Bleistift sehr schön eine Form beobachten. Und die Formen, die gehören zu unterschiedlichen Mineralien. Das Fleischfarbige hier, das gehört zum Mineral Kalifeldspat. Das Weisse gehört zum Mineral Plagioklas. Das eher gräuliche gehört zum Mineral Quarz. Und die feinen schwarzen Partien, die gehören zum Mineral Biotit, einem sehr blattigen, glänzigen Kristall in Schwarz. Das Gestein, das wir jetzt hier vor uns haben, ist ein magmatisches Tiefengestein. Was heisst das? Das Gestein ist ursprünglich aus einer zähflüssigen Gesteinsschmelze auskristallisiert und in der Tiefe der Erde stecken geblieben. Die Schmelze hat dabei eine Temperatur von rund 600 bis 700 Grad Celsius gehabt. Beim langsamen Abkühlen sind dann die Mineralien sukzessive auskristallisiert. Sie kristallisieren aber auch nicht alle gleichzeitig, sondern langsam nacheinander. Die ersten Kristalle hatten genügend Platz gehabt, zum Wachsen und ihre schönen Kristallformen auszubilden und schön gross zu werden. Die späteren Kristalle haben nicht mehr so viel Platz gehabt, zum Wachsen und sind dann fast gleichzeitig auskristallisiert. Das hat dazu geführt, dass man im Fall von dem Gestein zuerst die grossen Kalifeldspäte, die wir hier gesehen haben, gefolgt dann von einer Matrix von deutlich kleineren Kristallen wie Plagioklas in Weiß, Quarz in Grau und in Schwarz der Biotit, wo sich alle drei beim Wachstum dann noch gegenseitig behindert haben und die Matrix bilden. Die Matrix ist relativ homogen und die Kristalle sind richtungslos gewachsen. Das macht den Stein auch so extrem hart. Das Gestein mit der Zusammensetzung von diesen Kristallen Kalifeldspat, Plagioklas, Quarz und Biotit wird als Granit bezeichnet. Solche Granit mit grossen hellen Kristallen kennen wir aus dem Südschwarzwald, und zwar aus der Gegend um St. Blasien im Albtal, wo der Stein zu Bauzweck und für Strassenschotter bis heute abgebaut worden ist. Bei dieser Steinplatte hier dürfte sich damit um einen sogenannten Albtalgranit handeln. Er ist etwa 330 Millionen Jahre alt. Dank seiner Härte und Wetterfestigkeit ist der Granit ein typischer Stein, der als Treppenplatte oder auch als Randstein bei Trottoir Verwendung gefunden hat und Verwendung findet. Zum Abschluss zeige ich Ihnen hier noch einen polierten Albtalgranit, damit Sie auch ein bisschen den Unterschied sehen zwischen diesen grob behauenen Stein als Treppenstein und einem Albtalgranit als schönen Zierstein, als schönen polierten Stein. Sieht man die Maserung und die Farbe noch viel, viel intensiver. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen schönen Einblick in eine kleine Stein- und Stadtgeschichte können zeigen und hoffe, Sie kriegen Lust, vielleicht das ein oder andere Mal den glitzernden Stein am Boden ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf zu werfen und hoffe, Sie erkennen eine neue Welt.